Willkommen bei Smart Cities Consulting EU. Mein Name ist Michael Mehle. Wir sprechen hier regelmäßig mit ExpertInnen zu den Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Und heute geht es um ein Vorzeigebeispiel aus Österreich. Die Stadt Klagenfurt ist unter den ersten Städten Europas, die bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein sollen. Unterstützt wird sie dabei von einem neuen EU-Förderprogramm. Wie der Sprung zur klimaneutralen Stadt gelingen soll, das bespreche ich jetzt mit Dr. Wolfgang Hafner. Er ist der Leiter der Abteilung Umwelt und Klimaschutz der Stadt Klagenfurt. Hallo, Herr Hafner. Grüß Gott. Hallo. Ihre Stadt ist vor kurzem in das EU-Programm 100 klimaneutrale und smarte Städte bis 2030 aufgenommen worden, neben Städten wie Madrid, Stockholm und Paris. Erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ja, sehr gern. Ja, auf der anderen Seite, die Zeit drängt. In spätestens 8 Jahren wollen Sie mehr CO2 binden als ausstoßen. Wie definieren Sie denn klimaneutral? Welche Sektoren sind da eingeschlossen, welche sind ausgeschlossen? Ja, also wir arbeiten ja schon seit Längerem an dem Ziel, klimaneutral zu sein. Wir haben angefangen 2011, damals mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister. Und damals war es noch ein bisschen schwammig und wir haben gesagt, naja, so in der Gegend um 2050 sollte man versuchen, klimaneutral zu sein. Und dieses Ziel haben wir aber sukzessive verschärft, einfach weil wir gesehen haben, dass wir mit unseren Maßnahmen schon recht gut unterwegs sind und weil natürlich auch die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Und so sind wir zuletzt mit einem Klimaziel der Klimaneutralität bis 2040. Also haben wir das verabschiedet vom Gemeinderat und Stadtsenat und wollten bis 2030 70% der direkten Treibhausgasemissionen einsparen. Und wie wir dann auf die EU Cities Mission aufmerksam gemacht wurden, haben wir eigentlich relativ schnell entschlossen, ja, das müsste zu schaffen sein, weil ja die Klimaneutralität so definiert ist, dass man mindestens 80% an direkten Treibhausgasemissionen einsparen sollte und den Rest kann man kompensieren, zum Beispiel in der Region, außerhalb oder durch Eigenstromproduktion. Und da haben wir gedacht, naja, von -70% auf -80%, der Sprung ist jetzt nicht mehr so gewaltig, aber bedeutet natürlich eine extreme Beschleunigung unserer Maßnahmen, die wir in der Smart City Strategie festgeschrieben haben. Das bedeutet, das betrifft alle Sektoren quasi, die im Einflussbereich der Stadt sind. Also es betrifft alle direkten Emissionen innerhalb des Stadtgebietes von Klagenfurt. Und das ist so definiert, dass es, da geht es in zuerst einmal um den Stromverbrauch. Wo kommt der Strom her? Das ist eine wichtige Größe. Dann der zweite Sektor ist die Fernwärme. Der dritte Sektor ist alles, was mit Verkehr und Mobilität zu tun hat. Mhm. Und der vierte Sektor betrifft dann alle Gebäude, die nicht mit Fernwärme versorgt werden. Also im Prinzip alle Nicht-Fernwärme-Energieträger. Also letztlich die fossilen aus Gas oder Festbrennstoffen und so weiter. Ja. Okay. Und wir haben in Klagenfurt den Vorteil, dass wir erstens einmal einen hohen Anschlussgrad an Fernwärme haben. Also fast die Hälfte der Haushalte sind angeschlossen. Und diese Fernwärme kommt zu 90% aus Biomasse. Also das heißt, wir sind in wesentlichen Sektoren sind wir schon nahezu klimaneutral. Und das erleichtert uns natürlich den weiteren Weg in Richtung Klimaneutralität bis 2030. Ja. Die EU, die wird Sie unterstützen bei Ihrem Weg zur Klimaneutralität. Für die ersten Städte sind insgesamt 117 Millionen Euro Förderung vorgesehen. Welche Summe brauchen Sie denn zur Erreichung Ihrer Ziele? Und welche Klimaziele brauchen die Unterstützung der EU, damit ein klimaneutrales Klagenfurt eben bis 2030 gelingen kann? Ja, das ist eine extrem schwierige Frage, die wir momentan gar nicht punktgenau beantworten können. Ja, aber wir haben natürlich auch Abschätzung versucht. Also wenn wir jetzt vom jetzigen Status quo ausgehen, dann haben wir mal die
Den Stromverbrauch, den haben wir eigentlich zur Gänze auf Ökostrom umgestellt. Also das heißt, da ist sozusagen Ziel erreicht. Wir haben bei der Fernwärme bis auf 10%, wo noch die Spitzenabdeckung durch Erdgas erfolgt, haben wir auf Biomasse umgestellt, also Ziel fast erreicht. Und das, da wo wirklich große Anstrengungen notwendig sind, ist in der Mobilitätssektor, wo wir mit Busbeschleunigung, mit Attraktivierung, mit Umstellung auf E-Busse, E-Fahrzeuge, E-Mobilität die Maßnahmen setzen wollen, auch schon begonnen haben. Also es ist ja alles schon im Laufen. Und dann fehlt eben noch der Gebäudesektor, der nicht an die Fernwärme angeschlossen ist. Da gibt es auch intensive Sanierungsprogramme und eben Ausstieg aus Öl, Ausstieg aus Erdgas. Das sind so die größten Brocken und die wichtigsten Hebel. Und wenn man sich das alles für Klagenfurt anschaut, von der Größenordnung her, dann kommen wir auf ein Investitionsvolumen, wieder nur Größenordnung, 500 Millionen Euro. Mhm. Also das ist so in etwa der Bereich, wo wir uns bewegen und wo wir natürlich auch schauen müssen, dass wir die Investitionen tätigen und die Finanzierung sicherstellen. Vieles davon sind Ersatzinvestitionen, Sanierungen zum Beispiel, die ja in irgendeiner Form sowieso stattfinden müssten. Also die Kunst ist natürlich, das, was man jetzt investiert, einfach wirklich richtig und zielgerichtet machen. Und das, was man zusätzlich investieren muss, um eben bis 2030 fertig zu sein, da wird es ohne Förderungen nicht gehen. Ja. Na gut, also ein kleiner Teil, sage ich mal, wird gefördert von diesen ganzen Anstrengungen, die Sie machen. Wie funktioniert denn der Förderprozess? Vielleicht kurz zusammengefasst. Es wird ja dann auch nochmal eine zweite Ausschreibung geben für Städte, die sich interessieren. Das heißt, wie läuft das ab? Also das ist ja alles in Ausarbeitung. Also wir warten jetzt einmal, wie die Vorgaben der Europäischen Kommission sind. Das soll ja dann als nächstes ein sogenannter Climate City Contract abgeschlossen werden, wo auch der Investitionsplan drinnen verankert ist. Und dann wird man sehen, was die Förderprogramme hergeben wollen. Es geht ja nicht nur um Förderprogramme auf EU-Ebene, sondern auch auf nationaler Ebene. Und ich denke mir, man muss sicher gute Projekte einreichen. Mhm. Das Geld wird nicht automatisch fließen, nur weil man jetzt klimaneutrale Stadt ist, sondern man wird für jede Maßnahme, wird man einzelne Projekte identifizieren müssen, darstellen müssen, finanzieren müssen und entsprechende Förderanträge stellen. Mhm. Also da bedarf es einmal, um überhaupt einmal in Schwung zu kommen, bedarf es einmal sehr vieler Humanressourcen, also einfach Menschen, die sich damit auskennen, wie man Projektanträge stellt und wie man dann die Projekte auch abwickelt. Ja, okay. Und inwieweit ist die Privatwirtschaft oder kann die Privatwirtschaft zum Beispiel in Klagenfurt Teil sein von diesen Förderprojekten? Sie muss teilhaben, also sie muss mitwirken, also ohne dem geht es gar nicht. Also wenn nicht alle Stakeholder da am gleichen Strang ziehen, dann wird es eh nicht funktionieren. Aber die Wirtschaft ist natürlich gefragt, weil sie ja als das investieren muss, was die Stadt selber nicht kann. Und wir haben ja in Klagenfurt nur einen Bruchteil der Gebäude, die in unserem eigenen Eigentum stehen. Also es gibt die ganzen Bauträger, wo man schauen müssen, dass die auch das Richtige machen und die wir eben motivieren wollen, wirklich in Richtung Klimaneutralität zu denken, klimafitte Gebäude zu errichten, zu sanieren. Also das ist schon noch eine Herkulesaufgabe. Ja, ja. Aber wir sehen, dass die Wirtschaft natürlich interessiert ist. Also sie haben ja auch die Zeichen der Zeit ja schon längst erkannt, sehen, dass es möglicherweise CO2-Preisung gibt, wenn man nichts macht, sehen, dass Innovationen natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil darstellen und dass die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern in eine Sackgasse führt.
Im Mittelpunkt dieses EU-Programms stehen die StädterInnen, also die BürgerInnen von Klagenfurt unter anderem. Wie binden Sie die in diesen Prozess einer klimaneutralen Stadt ein? Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt es beispielsweise? Also da stehen wir erst am Anfang und wir wissen aber, dass das essentiell ist. Also wir brauchen die Bevölkerung dazu, ja. Muss die Maßnahmen tragen. Und ich denke mir, wir sollten uns in erster Linie an die Zielgruppe orientieren, die am meisten davon betroffen ist, nämlich die Jugend von heute. Denn die muss ja letztlich dann damit leben, wenn unsere Generation nichts zustande bringt. Und deswegen haben wir da angefangen, einen Partizipationsprozess mit 2 Schulen zu bewerkstelligen in Klagenfurt. Und hier die Ideen zu sammeln, einfach die Vorstellungen der Schüler und Schülerinnen einzuholen, wie sie sich die Welt im Jahr 2050 vorstellen und natürlich auch, was man dazu beitragen muss, um wirklich klimaneutral zu bleiben, also zu werden und zu bleiben. Mhm. Und das läuft gut. Also wir sehen, da ist ein hohes Interesse da. Und ich denke, das werden wir ausbauen. Vielleicht gelingt es sowas wie einen Jugendbeirat einzurichten, also wo man durchaus auch Entscheidungskompetenz auslagern kann. Ja, wird sich weisen. Also wir sind da dran und wollen da etwas aufbauen. Okay. Das heißt, die Jugend, aber es gibt natürlich ganz viele verschiedene Gruppen von BürgerInnen in Klagenfurt. Wie gehen Sie da vielleicht mit Konflikten auch um? Also sei es der Model Split, sei es also die Frage um Auto, Fahrrad oder jetzt gerade erneuerbare Energien, die ja für alle Menschen leistbar sein sollen. Wie gehen Sie das an? Also Bürgerbeteiligung ist ja jetzt projektbezogen schon eine Geschichte, die wir in Klagenfurt schon seit längerem ausführen, vor allem bei Projekten mit einer gewissen Öffentlichkeitswirksamkeit. Und ich denke, das ist eine gute Tradition. Und da auf dem kann man aufbauen. Und da geht es weniger um irgendeine Gesamtstrategie, sondern wirklich um einzelne Maßnahmen. Also beispielsweise, wenn ich aufgrund der Klimaneutralität einen Platz umgestalten will, und diesen Platz klimafit machen will, entsiegeln will oder zu einem Mobilitätsknoten ausbauen will, dann glaube ich, ist es notwendig und zielführend, da die Bevölkerung, vor allem die Betroffenen vor Ort einzubinden, rechtzeitig im Planungsprozess mitwirken zu lassen. Das gibt auf jeden Fall die Akzeptanz und da kommen ja durchaus gute Ideen. Also da arbeiten wir dann eher projektbezogen. Okay. Oder wenn es eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme in der Innenstadt gibt, dass man von da die verschiedenen betroffenen Kaufleute, Anrainer, eben die rechtzeitig einbindet. Okay, also viel mit Einbindung. Jetzt ist Klagenfurt die einzige Stadt aus Österreich, die Teil dieses EU-Programms ist. Was haben Sie vielleicht anderen Städten in Österreich voraus? Wahrscheinlich voraus haben, ist, dass wir schon 2011 die erste Klimabilanz erstellt haben, eben weil wir damals dem Konvent der Bürgermeister beigetreten sind und da waren wir damals die einzige österreichische Stadt, zumindest die einzige größere österreichische Stadt. Das war sicher schon ein bisschen ein Vorsprung, den wir dadurch gehabt haben. Und wir arbeiten dann seit 2018 an der Smart City, also mit der Smart City Strategie, die eine komplette Roadmap ist mit Maßnahmen und Einzelprojekten, wie eben Klagenfurt klimaneutral und lebenswert sein soll. Und das ist eine umfassende Strategie, die also alle Handlungsfelder im Leben einer Stadt umfasst, eben von Mobilität bis zu sozialen Themen. Stadtentwicklung ist natürlich drin, der Wirtschaftsbereich, der Naturraum. Also das ist wirklich alles umfasst. Und von Anfang an haben wir da auch die wichtigsten Abteilungen der Stadt involviert, die als Experten mitarbeiten, aber auch die Stadtwerke,
ja der wichtigste Infrastrukturgeber sein in Schadenfurt. Und wir haben auch von Anfang an die Politik dabei, die immer wieder die entsprechenden Beschlüsse fasst. Und einmal im Jahr oder mindestens einmal jährlich wird ein Monitoringbericht an die Politik gerichtet, wo der Fortschritt dargestellt wird. Ja. Und die Smart-City-Strategie ist ein lebendes Papier. Also wir haben derzeit sind wir bei der Version 6.2, arbeiten aber schon an der Version 7.0. Also da gibt es immer wieder Änderungen und Adaptierungen. Okay. Und ich denke, das, durch die Umfassenheit dieses Konzeptes haben wir einfach ein sehr gutes Instrument in der Hand, um die Klimaneutralität zu bearbeiten, also zum Leben zu erfüllen. Die 100 klimaneutralen Städte in Europa sollen ja auch ein Vorbild sein. Was wird man denn 2030 von Klagenfurt lernen können? Ich hoffe, dass man von Klagenfurt lernen kann, wie einfach Klimaneutralität machbar ist, wenn alle das wollen. Hm. Das hoffe ich. Immer. Ja, ja. Es geht nur, also es muss wirklich vom Bürgermeister bis zum kleinsten Mitarbeiter, bis jeder in der Bevölkerung muss das einfach mittragen, muss überzeugt sein davon und sein Handeln danach ausrichten. Hm. Und dann glaube ich, kann es funktionieren. Super. Aber wenn man natürlich jetzt bei jedem Parkplatz eine elendslange Diskussion losbricht, oder bei jeder Verkehrsberuhigung, bei jeder Fußgängerzone oder welche Maßnahmen auch immer da jetzt kommen, dann wird es nicht gehen. Ja. Dann werden wir uns verzetteln. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sage vielen Dank, Herr Dr. Hafner, für das Gespräch. Bitte, gerne, ja. Dankeschön. Danke.